So, willkommen zur nächsten Folge von Tropico. Schauen wir mal, ob wir in dieser Folge immerhin schon mal ein bisschen Fischfang wieder kriegen. Ölpest scheint hier wieder vorbei zu sein. Ja, und da sind sogar welche zum Bauen. Sollten welche sein. Eine Garage werde ich hier hinten brauchen, das wird sonst nichts. Brauchen uns ja immer Jahrzehnte, um dahin zu kommen. Ein paar Notunterkünfte. Damit die Fischer auch irgendwo wohnen können. Schnell bauen. Oberlichter. Das kann man hier noch. Plus 50 Produktion. Minus 20 Rohstoffverbrauch. Tja, kommen so schöne Ventilatoren aufs Dach. Heute ist übrigens von Solar Roadways mein Becher gekommen. Für die, die das nicht kennen, das ist ein Projekt, bei dem es darum geht, Solarzellen als Straßenbelag zu nehmen. Ich werde euch dafür mal einen Link in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Dafür habe ich vor, ich schätze mal, ungefähr ein Dreivierteljahr etwas gespendet bei Indiegogo. Und als kleines Geschenk ist heute ein Becher gekommen. Schön mit dem Logo. Ach, ich kann ja hier mal vorspulen. Hat's vergessen. Dann muss ich ja nicht Ewigkeiten warten, bis sich was tut. 14 neue Einwanderer. Ich habe gar nicht so viel Essen für so viele Einwanderer. Konservenfabrik. Konservenfabrik. Rumdistill oder Schmuckfabrik. Ich habe nichts in der Richtung, was ich verarbeiten könnte. Brauchen wir nochmal Konserven oder so. Die Ordnung hält die Gesellschaft zusammen. Wir müssen sie erhalten. Ein Waffenbruder mit reinem Herzen, der die Ordnung aufrechterhält, muss zum Innenminister ernannt werden. Nur ein Mann mit höchster Integrität ist für diesen Posten geeignet. Er sollte uns eine aussichtsvolle Zukunft ohne Hunger und Armut führen. Stellen Sie einen Innenminister ein. Ja, gibt es einen Innenminister? Wo kann man das machen? Braucht er da erstmal ein Gebäude für? Ministerium. Habe ich doch schon. Wo ist es? Leute, wo ich das Ministerium gebaut? Ist die Bank. Einwanderungsgebäude. Was das? Innenminister. Nehmen wir mal den. Gott, was ist das? Habe ich da irgendwas falsch eingestellt bei der Ölplattform? Präsident, Geld stinkt nicht. Das kann doch nicht angehen.
dauernd wieder Ölpest. So wird das mit dem Fisch nix. Bildung. Haben wir die. Präsidente, meine Studenten machen kaum Fortschritte. Die Jungen bändeln lieber mit den Mädchen an, als ihre Aufgaben zu erledigen. Wenn sie einen Bildungserlass. Okay, ein Bildungserlass. Nee, wo war das? Erlasse. Bildung. Bücherverbrennung. Alles klar. Ideologiebuch. Alle dummen Leute werden sich für die nächsten 3 Jahre mehr respektieren. Ich probiere das mal. Irgendwie ist es auch ein bisschen schade hier ohne die Musik, aber YouTube mag meine Musik ja nicht. Beziehungsweise die von dem Spiel. Krankenhaus, warum ist das nicht hohe Priorität? Das ist doch wichtig. Immer diese Ölpest. Was haben wir da? Zusätzliche Lagerkapazität. Lager ist aber bei 0. Maximale Importe. Drehen wir doch mal hoch. Damit hier mal ein bisschen Leben reinkommt. Noch sieht meine Bilanz, glaube ich, ganz gut aus. Bilanz. 127 im Plus. Wie viel Strom habe ich eigentlich noch? Ach, mehr als genug. Zack. Hier kriege ich noch Klimaanlagen. Dürft ihr euch freuen. Und die Ölpest ist weg. Oder doch nicht? Hey. Wasseraufbereitung. Dafür brauchen wir da Strom. Infrastruktur. Windturbine. Können sich die Umweltschützer freuen. Machen wir einen Schnellbau. Und jetzt gibt es eine Abwasseraufbereitung. In meinem Computer hier wird es auch immer wärmer. Die Lüftung ist schon schön laut. So arbeitet die Fischerei. Passiert bei denen was? Na
Unser Krankenhaus ist fertig. Juhu. Bananen haben wir. Wenn ich das so sehe. Ich vermute mal, dass das hier die Bananen sind. Ja. Da sind Bananen dran. Ich habe direkt irgendeinen Bauern angewählt. Die Unterkünfte sind auch besetzt. Bauen Sie mehr Parks. Ich wollte Sie nicht kritisieren, aber hier gibt es einfach zu viel Beton. Ja, haben wir denn sowas? Ein kleiner Garten. 5 Stück sollen wir bauen. Na, das schaffen wir. 2. 3. Und machen wir noch was. Vier. Und 5. Tada. Was sagt denn unsere Zufriedenheit? Umwelt mögen sie immer noch nicht. Wohnqualität geht ein bisschen hoch. Qualität Gesundheitswesen. Leicht gestiegen. Unterhaltung brauchen die noch. Was haben wir denn da Schönes? Unterhaltung. Restaurant. Haben wir schon. Casino. Bisschen Blackjack. Ah, das Casino braucht Strom. Bauen wir es hier hin. Da. Was haben wir hier noch? Eine Mine. Hier haben wir unsere Salzmine. Ich kann theoretisch mal so ein bisschen Vieh mir holen. Farm. Nee, nicht Farm. Ranch. Ziegen haben wir es. Ah, das ist dann nicht mehr so fruchtbar. Unsere Bedingungen. Verschmutzung? Ach du Scheiße. Das ist einfach, wenn ich hier rübergehe. Ich will eine Farm. Quatsch. Wieso komme ich immer auf Farm? Ranch. So. Ranch macht sich gut, wo Bäume stehen. Na, was soll's? Ich baue hier einfach Ranch hin. Nahrung. Ranch. Eins nach dem anderen. Nahrung. Ranch. So. Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht. Dann können wir aber nebenbei hier noch eine Kleinigkeit bauen. Hallo? Irgendwas? Ich wollte so einen Marktplatz haben.
Wo versteckt sich das? Industrie? Nein. Nahrung? Da. Marktplatz. Einer, wo sie auch alle mit dem Auto hin können. Schnellbau. Haben wir hier auch mal Schnellbau. Einfach mal ein bisschen Geld ausgeben. Wieder wird überall gefeiert. Ich mache da einfach Notunterkünfte hin. Passt sowieso ins Bild. Schön Platz sparend. Dann bin ich mal gespannt, was das hier mit der Viehzucht wird. Boah, 27 neue Einwanderer. Wie soll ich die denn alle versorgen? Räucherfleisch exportieren. Die haben Ideen. Ich muss erstmal irgendwo den ganzen Fisch kriegen. Marktplatz.